Ladebildschirm mit einem Gehirn? Ja, da bin ich aber gespannt. What happened? Hello? Mr. Munchie, did something go wrong? This isn't funny. I'm not supposed to put myself in. Alter, wo sind wir? This is kind of stressing me out. Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht der Stuhl, der, wo wir uns reingesetzt hatten. Ich würde gerne mal einen Lichtschalter finden, aber. Hey! Anyone? Das ist auch nicht der Raum, wo wir waren. Ich weiß gar nicht, ob ihr was sehen könnt. Also ich, da ist auf jeden Fall ein rotes Licht. Rote Lichter sind immer gut. What the hell is this place? How did I get here? Okay. Ja, und damit nochmal willkommen zurück, oder willkommen bei Soma. Automatisiert, Terminal-Freischaltung über Service-Konsole. Ja. Muss jetzt nochmal unbedingt rangehen, um zu gucken. Also, wenn ich jetzt... mal kurz nochmal zurückkommen darf zu dem Doktor. Er wollte uns ja helfen da mit dem Gehirn und bla 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 etc. pp. Und wollte ja quasi nur... Mein Gott. So, Optimal Chip Installationsprogramm. Bauen, formen und optimieren Sie Omnitool mit vollständiger Benutzung definierbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln. Komm mir vor wie bei Alien, ey. Die Toolbox. Werkzeugkasten, ja, ja. Hallo? Und, da ist aber keine Toolbox drin, so wie das aussieht. Da fehlt wahrscheinlich was. Die Frage ist ja, was ist jetzt passiert? Sitzen wir vielleicht doch immer noch auf den Stuhl? Wäre jetzt so meine Theorie. Wir werden wahrscheinlich immer noch auf den Stuhl sitzen und irgendwas ist mit unserem Gehirn passiert, dass wir jetzt quasi vielleicht so einen Traum erleben. Aber das sind frühe Vermutungen. Das Spiel fängt jetzt gerade erstmal an. Okay. Kann ich vielleicht doch hier was machen? Ich schlage einfach die Scheibe ein. Jawoll. Hallo? Ich traue mich gar nicht weiter zu laufen. Kann ich die Tür von hier öffnen? Warum erinnert mich das unheimlich an Alien? Das erinnert mich unvermeidlich an Alien jetzt gerade ein wenig. Oh, das Spiel lädt. Keine Ahnung, wie du es gemacht hast. Ich will es auch gar nicht wissen.
Corley Air. Ha, ich habe einen Grafikfehler gefunden. Da ist ein Grafikfehler. Haha. Ich klemme? Nein, doch nicht. Ach, meine Küche. Guck mal an. Ja, 1:1 nachgebaut. Aha, okay. Was ist eine Eismaschine? Alter, was man hier alles machen kann. Gibt es hier auch Lichtschalter? Ich würde gerne... Ach ja, mein Gott, so ist ja eigentlich noch relativ entspannend. Wir wissen zwar noch gar nichts, irgendwie sind jetzt hier aufgewacht. Home is a state of mind. Aha. Ey, die Toilette, immer ein Ort der Sicherheit in Horrorspielen, ihr wisst es ja. Ja, da ist ja ein tolles Klo mit grünen Handtüchern. Wer hat denn bitte schön grüne Handtücher, aber ist hier auf dem Klo? Das ist fies. Na, Halleluja. Wer will denn da mal aufs Klo gehen? So. Dann gehen wir mal gucken. Gehen wir jetzt... Ich glaube, wir müssen ja sowieso hier weitergehen, weil... Hier werden wir, denke ich mal, nicht durchkommen. Nein. Boah, wie geil das aber auch aussieht. Das ist der Hammer. Ich meine, es ist kein Alien, aber sieht schon hübsch aus. Was war das? Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich kann nicht reden. Konsumer? Alter! Alter, hör doch mal auf! Streng ich mal an mit deinem Köpfchen. Sehen aus wie Roboter hier alles. Warten wir eben. Muss mal eben kurz, kleinen Moment. Mein Gott, was ist denn hier los? Mein Gott. Entschuldigt bitte. Mein Gott. Erstmal gibt's wieder einen Bann. Auf Wiedersehen. Und tschüss. So. Ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn. Hallo.
Steh dein Mann, Flexi. Von wo kommt denn das? Alter! Hör doch mal auf mit der Scheiße! Was? R1 gedrückt halten und... Ah, das geht. Cool. Ich hab gedacht, das geht nicht. R1 gedrückt halten und mit dem Dingstick... Ah, ich hab gedacht, das geht nicht mehr. Es hörte sich an, als würde das von da kommen. Hm? Alter. Nein, mit dem... Warum macht er das denn jetzt nicht? Ich halte doch... Alter. Da... Da war mal eine Tür. Alter Schwede. Bestimmt nur ein Kätzchen unterwegs. Ja, ich bin voll beruhigt. Ich bin schwer beruhigt. Wo geht's denn da hin? Natürlich Robot-Doc. Natürlich, wir gehen direkt zum Robot-Doc. Komm nicht zum Break-Room. Ist doch viel geiler. Verdammt. Ich meine, ey, es war nur ein Licht. Ich meine, es war nur ein Licht. Das war... Ja. Das war doch bestimmt der hier, oder? Das war bestimmt der, der fährt doch bestimmt an der Schiene entlang. Oder? Sieht ein bisschen aus wie Wally, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir was machen? Nein, können wir nicht. Ich dachte, weil das grün leuchtet, kann man da was tun. Erzeuge ich weniger Geräusche, wenn sie in der Hocke sind? Warum sollte ich denn weniger Geräusche machen? Ich hab völlig Gänsehaut. Scheiße. Scheiße, warum spiele ich immer so eine Kacke? Verdammt. Aber es ist gut. Ich höre was laufen. Alter, ich höre was laufen. Ich schwöre, ich höre was laufen. Du kannst ruhig sterben und nichts dagegen, ja. Ich schwöre, ich höre hinter dieser Tür was laufen. Was, was? Wo gehe ich denn jetzt lang? Kamen wir nicht? Warte mal, kamen wir nicht? Von hier kamen wir gar nicht, ne? Ich würde gerne... Ah! Alter! Geh weg! 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 Lass mich! Lass mich! Lass mich! Was auch immer du bist! Da geh... Alter, ich bin nur bescheuert. Da geh ich noch nicht rein. Ciao! Ich dachte, wir wären, Ich bin mutig! Haha, ich bin sehr mutig! Warum hat der Affe auch keine Taschenlampe mit? Der soll sich eine Taschenlampe denken. Hallo? Hallo? Hallo?
Warte mal. Sicher ist sicher. Ist natürlich ein bisschen doof, weil gerade von hier drin die Geräusche kamen, aber naja. Boah, wir machen selber so viel. Die nehme ich mit. Zzz, na, wer will sich mit Flex anlegen? Wer will sich mit Flex anlegen? Hm? Wer will sich mit Flex anlegen, wenn eine Flex in der Hand hat? Hm? Verdammt. Ich mache schon wieder Witze. Das ist doch ein menschlicher Körper, oder? Ich will hier weg. 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 Ich will hier wieder weg. Ich will hier wieder weg. Ich will hier wieder weg. Ganz schnell. Ganz schnell wieder weg. Hallo? Alter, lass doch mal das scheiß Schild, ey. Ich glaub's ja wohl. Ach, jetzt sind wir hinter dem Gitter. Nur zur Sicherheit. Mit Omnitool schwenken. Warte mal. Kann ich damit... Alter, ich sehe überhaupt nichts, wenn das Ding vor meiner Nase schwebt. Alter, diese Geräusche, ne? Die machen mich voll kirre. Ich sehe aber auch so viel, ne? Das ist der Wahnsinn. Warte mal. Funktioniert das vielleicht? Na, jeder andere... Was? Jeder andere Volltrottel hätte eben einfach zugeschlagen mit dem Ding und dann wird das aufgehen, aber... Ich meine, hey. Ist hier vielleicht irgendwas, was wir vielleicht gebrauchen können? Oder vielleicht mit dem Ding einfach mal da rein? Na! Nein, das war falsch. Hallo? Nimm das mit. Vielleicht einfach durch die Tür schießen oder so mit den Dingen. Hey ho, Hartox, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen zu Soma. Na toll. Krieg diese scheiß Tür aber nicht offen. Muss mal gucken. Vielleicht ist doch hier irgendwas. Aber das Tool haben wir ja noch nicht bekommen, ne? Das war ja irgendwie nicht verfügbar. Ja, dann werden wir doch nochmal zurückgehen, vielleicht nochmal in den Raum gucken, vielleicht lag in dem Raum irgendetwas drin, vielleicht sollten wir uns da nochmal genauer umsehen. Dass vielleicht da irgendein Tool drin liegt, was wir vielleicht übersehen hatten. Wo die Geräusche rauskamen. Nur zur Sicherheit. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an, da haben wir doch schon mal was. Omnitool, Version 2.5. Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff
verwalten und steuern computergeschützte Systeme. Die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an und Abläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für eine grundlegende und oder automatisierte Aktion wie das Öffnen von Türen nützlich, während zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder ein Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgrade Ihres Gerätes stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omnitools verfügt über einen Standard C1121 Anschluss, in den die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügen einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfssteckplatz eines Multi-Anschlusses, in den eine Vielzahl an Werkzeug-Chip-Modellen passen, darunter unter anderem A1, bla 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 bla. Ah ja. Das Omnitool, das haben wir jetzt gefunden. Ah, mit Touchpad können wir unser Inventar aufrufen. Ja. Und dann? Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben das Omnitool gefunden und, ja. Wird es Zeit für eine kleine Pipi- und Pupu-Pause? Schipsel-Pause, Trinkel-Pause für dich auf YouTube? Gibt es jetzt eine Folgenpause?